Good evening again. Guten Abend. We this week have been looking at a lot of topics on true education for those of us who have been here. Diese Woche haben wir uns viele Themen in Bezug auf wahre Erziehung angeschaut, die hier waren. And this morning we looked at a lesson of true education in the history of Israel. Und heute haben wir auf die wahre Erziehung in Bezug auf die Geschichte Israels geschaut. And I want to continue this story. I apologize for those who were not here this morning. Diese Geschichte möchte ich weiterführen. Ich entschuldige mich schon mal bei denen, die nicht am Morgen da waren. We saw this morning of why the Jews did not leave Babylon when the three decrees were given to leave Babylon. Wir haben gesehen, warum die Juden nicht Babylon verlassen haben, obwohl drei Befehle gegeben wurden. Now I want to fast forward in history. Ich möchte jetzt in der Geschichte voraneilen. And jump ahead to the time of Jesus. Und zu der Zeit Jesus springen. And ask the question, why did the Jews reject Jesus? Und die Frage stellen, warum haben die Juden Jesus abgelehnt? And again, we'll connect this with true education. Und das werden wir natürlich wieder mit wahrer Erziehung verbinden. So as we begin, let's have a word of prayer. Bevor wir starten, lass uns noch einmal beten. Our Father in heaven, thank you that we can be here this evening. Unser himmlischer Vater, danke, dass wir hier zusammen sein können. Thank you for the Sabbath that's almost here. Danke für den Sabbat, der schon fast da ist. Thank you for your word. Danke für dein Wort. We pray for the Holy Spirit now. Wir bitten um den Heiligen Geist. Please open our hearts and minds to receive your truth and to understand. Bitte öffne unsere Herzen, dass wir deine Wahrheit empfangen und verstehen können. But not only to understand, but to apply. Und nicht nur verstehen, sondern auch anwenden können. And I pray, Lord, that you'll speak through me. Give me your words. Und ich bitte dich, Herr, dass du durch mich zu mir sprichst. And I ask in Jesus' name. Und ich bitte es im Namen Jesu. Amen. Amen. It is perhaps one of the saddest statements in the spirit of prophecy. Es ist wahrscheinlich eine der traurigsten Aussagen im Geist der Weissagung. That tells us. Die uns sagt. There we go. Go ahead. Mehr als 1000 Jahre lang hatte das jüdische Volk auf die Ankunft des Erlösers gewartet. Auf dieses Ereignis hatten sich ihre größten Hoffnungen gerichtet. In Liedern und Prophezeiungen, in Tempelriten und im täglichen Gebet war sein Name verehrt worden. Doch als er zu ihnen kam, erkannten sie ihn nicht. Der Geliebte des Himmels war für sie nur wie ein kümmerlicher Spross aus dürrem Boden. Sie fanden nichts Anziehendes an ihm. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. It was an event they were all looking forward to. Es war ein Ereignis, worauf alle sich gesehnt haben. But they missed it when it arrived. Aber sie haben es verpasst, als es angekommen ist. And yet he had come to his own people, the ones who should recognize him. Und dabei ist er doch zu seinen eigenen Leuten gegangen, zu denen, die ihn eigentlich erkannt haben sollten. We read in the Gospel of John, he came unto his own, and his own received him not. Wir lesen in Johannes 1, Vers 11, er kam in sein Eigentum, und die Seinen nahmen ihn nicht auf. But why? Aber warum? Why was the event that was so anticipated not even recognized when it arrived? Warum war dieses Ereignis, das sie so sehnlich erwartet haben, nicht wahrgenommen worden, als es ankam? Why did those who were seeking deliverance not recognize their deliverer? Warum haben die diese über diese deliverance diese Befreiung, ja, Befreiung erwartet haben, nicht ihren Befreier erkannt. God's own people crucified their Savior. Gottes eigene Leute haben ihren Erlöser gekreuzigt. We're given a clue to the reason why. Wir haben einen Hinweis für den Grund. In the book Desire of Ages. Im Buch Sieg der Liebe. In der Bergpredigt wollte Jesus die Folgen der falschen Erziehung rückgängig machen. Und seinen Zuhörern ein richtiges Verständnis seines Königreichs und seines eigenen Charakters vermitteln. So, as Jesus was trying to give his hearers a right understanding of his kingdom, als Jesus also seinen Zuhörern ein richtiges Verständnis des Königreiches Gottes geben wollte, what was he trying to undo? Was hat er versucht, rückgängig zu machen? It says he was trying to undo false education. Er wollte die falsche Erziehung rückgängig machen. So why did they not understand Jesus? Also warum haben sie Jesus nicht verstanden? It was because of false education. Wegen der falschen Erziehung. So this is what Jesus was working against, this false education that made them not recognize him and not understand him. Das war also das,
was wogegen Jesus gekämpft hat, gegen diese falsche Erziehung durch die Juden ihn dann nicht verstanden haben. But this statement, it made me think. Und diese Aussage hat mich zum Nachdenken gebracht. Why? Well, maybe we should ask, what kind of false education is this talking about? Vielleicht ist die Frage, über welche falsche Erziehung spricht es hier? And more importantly, how can we apply this today? Und viel wichtiger ist, wie können wir das heutzutage anwenden? Are we perhaps in danger of following the same types of education? Sind wir vielleicht in der Gefahr, dieselben Wege der falschen Erziehung zu gehen? This should be a warning for us, because I think all of us are looking for Jesus coming again, aren't we? Das sollte eine Warnung für uns alle sein, weil ich denke, jeder von uns erwartet doch die Wiederkunft Jesu, oder? So, let's go back in history. Lass uns wieder zurück in der Geschichte gehen. And go all the way to the Garden of Eden. Und wir gehen wieder zurück zum Garten Eden. And let's focus on that one act that changed the history of the universe. Und wir schauen uns dieses Ereignis an, was die Geschichte des Universums geändert hat. That was the fall of Adam and Eve. Das war der Sündenfall von Adam und Eva. We usually focus on the fall as disobedience to God. Worauf wir uns meistens fokussieren, ist, dass der Sündenfall ein Nichtbefolgen von Gottes Anweisungen ist. They ate what God told them not to, okay? So that was disobedience. Sie haben gegessen, was Gott ihnen gesagt hat, nicht zu essen. Das war also ungehorsam. But let's ask another question. Lass uns noch eine andere Frage stellen. What caused the disobedience? Was hat diese Ungehorsam hervorgebracht? Let me ask it this way. Lass mich das so rumfragen. If I tell you, don't go into that building over there, it's dangerous. Wenn ich euch sage, geht nicht in dieses Gebäude dort drüben, es ist gefährlich. And you just go into the building anyway. Und ihr geht einfach trotzdem in dieses Gebäude hinein. What have you done? Was habt ihr getan? Hm? Anyone? Okay, you disobeyed. Right. Ungehorsam. But why did you disobey me? Aber warum habt ihr mir nicht gehorcht? Curiosity, okay. Aha, right? Interesse. Aha, what else? Neugier. Mm-hmm. What else? Was noch? Why did you disobey me? Yes. I distrust you. Ah. You have no authority for me. Okay. Aha, also Misstrauen, weil... Wie war das? No authority for me. Aha, Misstrauen, weil du keine Autorität für mich hast. You said, I don't believe what you're telling me. You're not my authority. Also, ich glaube nicht, was du sagst, weil du nicht meine Autorität bist. So, as you decided to go into that building anyway, also, als ihr entschieden habt, in dieses Gebäude trotzdem reinzugehen, you distrusted me. Hast du mir misstraut? But that decision... Aber diese Entscheidung, does it place you first or me first? Bringt es dich auf den ersten Platz oder mich auf den ersten Platz? It places yourself ahead of the person giving you that advice. Es setzt dich über die Person, die dir diesen Ratschlag gibt. So mistrust by definition means that you're placing self ahead of someone else. Also Misstrauen bei Definition bedeutet, sich selbst über jemand anderen zu stellen. Now, the thing is, you have to trust in something. Das Ding ist, man muss irgendetwas trauen. You can't just not have trust. Man kann einfach nicht vertrauen. So as you distrust someone, wenn man also jemandem misstraut, that means you're actually trusting yourself over someone else. Heißt es, dass man sich selber mehr vertraut als dem anderen. So, if we're talking about the fall of Adam and Eve, also wenn wir über den Sündenfall von Adam und Eva sprechen, they distrusted God, haben sie Gott misstraut, which means that they placed their wisdom over God's wisdom. Hat das bedeutet, dass sie ihre eigene Weisheit über die Weisheit von Gott gestellt haben? Are we following so far? Könnt ihr bis hierhin folgen? Okay, and we're told this in the book Education. Und wir haben sogar dieses Zitat in dem Buch Erziehung. In der Frucht selbst lag nichts Schädliches. Und die Versündigung bestand nicht nur im Nachgeben gegen die Esslust, das Misstrauen gegen Gottes Güte, der Unglaube seinem Wort gegenüber und die Leugnung seines Machtanspruchs waren es, die unsere ersten Eltern zu Übertretern werden ließen und die Erkenntnis des Bösen in die Welt brachten. Eben dies öffnete aller Art von Lüge und Irrtum Tür und Tor. Okay, what was the sin here?
Also was war hier die Sünde? It says distrust of God's goodness. Es sagt hier Misstrauen gegen Gottes Güte. Disbelief of his word, which is another word for distrust. Unglaube seinem Wort gegenüber, was eigentlich nur ein anderes Wort für Misstrauen ist. And rejecting his authority, just like our brother said. Und seine Autorität zu abzulehnen. But notice what this tells us. Aber schaut, was es uns hier sagt. It says it opened the door to every species of falsehood and error. Es öffnete aller Art von Lüge und Irrtum Tür und Tor. So can we say, based on this, that the root of all sin is based in distrust of God's wisdom? Können wir also sagen, dass die Wurzel, the root of all sin, dass die Wurzel aller Sünde Misstrauen gegenüber Gott ist? Or we could say, putting ourselves ahead of God. That's the root of all sin. Oder sich selbst über Gott zu stellen. Das ist die Wurzel aller Sünde. And we're told also, go ahead. Und das sehen wir auch in Erziehung. Hier lag Betrug vor, aber so vom Deckmantel scheinbarer Wahrheit verhüllt, dass Eva betört, geschmeichelt und bestrickt die Täuschung nicht erkannte. Sie begehrte heftig, was Gott verboten hatte. Sie misstraute seiner Weisheit. Ihren Glauben warf sie weg, den Schlüssel zur Erkenntnis. What is the key here? Was ist hier der Schlüssel? The key of knowledge, it says. Der Schlüssel zur Erkenntnis. Faith. Glaube. In other words, we have to trust in God. Also mit anderen Worten, müssen wir Gott vertrauen. This is the key to true education. Das ist der Schlüssel zur wahren Erziehung. Implicit faith in God will lead us to true knowledge. Glaube in Gott wird uns zu wahrem Wissen, zu wahrer Weisheit führen. All sin, we've learned so far, has its root in the exaltation of human wisdom above faith in the divine. Also wir haben jetzt gelernt, dass alle Sünde ihre Wurzel in der Überhöhung der menschlichen Weisheit hat. Now, the problem is, sin has a negative consequence. Well, it has many. Aber wir wissen auch, dass Sünde eine und mehrere Konsequenzen hat. But I want to focus on one, on what sin does to us. Aber ich möchte da mich darauf fokussieren, was Sünde an uns tut. The root is in distrust of God's wisdom. Also die Wurzel ist im Misstrauen gegenüber Gottes Weisheit. And then we're told that, go ahead. Und dann wird uns gesagt, die Sünde schneidet uns nicht nur von Gott ab, sondern zerstört in der menschlichen Brust auch beides, den Wunsch wie die Fähigkeit, ihn zu erkennen. So what does sin do to us? Also was macht Sünde mit uns? It says it destroys something in us. Es zerstört etwas in uns. It destroys the desire to know God. Es zerstört den Wunsch, Gott zu kennen. And the capacity for knowing him. Und die Fähigkeit, ihn zu kennen. So we don't even want to know God after we've sinned. Also nachdem wir gesündigt haben, möchten wir gar nicht mehr Gott. And more than that, we can't. We don't even have it in us. We've lost the ability. Und viel schlimmer ist, wir können gar nicht mehr. Wir haben diese Fähigkeit verloren. Okay, so let's rephrase this based on what we've learned so far. Lass uns das noch einmal umformulieren an dem, was wir jetzt schon gelernt haben. When we exalt our own reasoning above God's reasoning, wenn wir also unser eigenen Verstand über Gottes Verstand setzen, that's the root of all sin. Das ist die Wurzel aller Sünde. And that destroys in us the ability to know God. Und das zerstört in uns die Fähigkeit, Gott zu erkennen. In other words, mit anderen Worten, it blinds us. Es blendet uns to our need of God. Es macht uns blind, dass wir dafür, dass wir Gott brauchen. Because we lose the desire. Weil wir diesen Wunsch verlieren. Sin blinds our eyes to our need of deliverance. Die Sünde macht uns blind für unser Bedürfnis nach Befreiung. Because if we're trusting in ourselves, weil wenn wir in uns selber vertrauen, why do we need Jesus? Warum brauchen wir dann Jesus? Right? Richtig? We're all sleeping. If we're trusting in ourselves, we don't see our need of Jesus. Sehen wir nicht unseren, dass wir Jesus brauchen. And we saw that is the root of sin, is to trust in ourselves. Und das ist das, was wir gesehen haben, ist die Wurzel der Sünde, in uns selbst zu vertrauen. But we need to see our need. Aber wir müssen unser Bedürfnis. So we find ourselves in a difficult situation. Und so sehen wir uns in einer schwierigen Situation. Sin is blinding our eyes to our need, but we have to see our need to go to the help. Sünde macht uns blind für unser Bedürfnis, aber wir müssen unser Bedürfnis erkennen, damit wir uns Hilfe suchen. We read. Go ahead. Wir lesen.
Nur wer sich als Sünder erkennt, kann von Christus gerettet werden. Wir müssen unseren tatsächlichen Zustand kennen, sonst werden wir nicht spüren, dass wir Christi Hilfe brauchen. Wir müssen unsere Gefahr verstehen, sonst werden wir nicht in die Zuflucht fliehen. Wir müssen den Schmerz unserer Wunden spüren, sonst werden wir nicht nach Heilung verlangen. I used the example earlier this week in our classes. Ich habe dieses Beispiel schon in dieser Woche gebracht. I'll mention it again. How many of us wake up in the morning feeling amazing? Ich bringe es wieder. Wie viele von uns wachen am frühen Morgen auf und fühlen sich wunderbar? And we say, today's the day to call the doctor. Und sagen, jetzt, heute ist der Tag, dass wir den Doktor anrufen. No, of course not. Natürlich nicht. When do we call the doctor? Wann rufen wir den Arzt an? It's when we're sick. Wenn wir krank sind. And some of us, when we're really, really sick, we have to, is before we call the doctor. Some of us were really, really sick before we call the doctor. Yeah. Und manche von uns müssen erst wirklich, wirklich krank sein, bevor sie überhaupt den Arzt anrufen. But this is the point we have to get to go to Jesus. Und das ist genau der Punkt, zu dem wir kommen müssen, bevor wir zu Jesus gehen. But Satan does not want us to go to the doctor. Aber Satan möchte nicht, dass wir zum Arzt gehen. So he gets us to sin more and more, which continues to blind our eyes. Deswegen bringt er uns mehr und mehr in die Sünde, dass es uns blind macht. And we don't see our need. Und wir unser Bedürfnis nicht sehen. Sin blinds. Go ahead. Die Sünde macht den Menschen blind für sein Bedürfnis nach einem Erlöser. Can we adjust that? So ist es Satans Ziel, uns dazu zu bringen, auf die Vernunft, auf uns selbst zu vertrauen, sodass wir unsere Notwendigkeit für Jesus nicht sehen. Much better. Thank you. We needed a tall person, right? Sin blinds our eyes to a need of a deliverer. Sünde blendet uns und lässt uns nicht erkennen, dass wir ein Bedürfnis haben nach unserem Erlöser. Now, how does Satan do this? Wie macht das Satan? There are many ways, of course. Da sind viele Wege natürlich. But I want to focus on how he does this through education. Aber ich möchte darauf fokussieren, wie er das durch Erziehung macht. And specifically, how he did it in the nation of Israel. Und spezifisch, wie er das in der Nation im Volk Israel gemacht hat. And what system of education he used. Und welches System der Erziehung er dafür verwendet. And then we're going to see whether we find that same system today. Und dann schauen wir mal nach, ob wir ein ähnliches oder das gleiche System heute finden. So, are we clear so far? Sind wir soweit mitgekommen? Satan wants to train us not to see our need. Satan möchte uns trainieren, dass wir unser Bedürfnis nicht erkennen. And how does he do this? Und wie macht er das? Getting us to trust in ourselves. Indem er uns dazu bringt, dass wir uns vertrauen. Let's read something from Living Fountains or Broken Cisterns by E.A. Sutherland. Lass uns etwas von gebrochenen lebende Quellen oder gebrochene Zisternen von E.A. Sutherland lesen. Das gottgegebene System der Erziehung, wie es bei den Hebräern zu finden war, beruhte auf dem Glauben und entwickelte die geistliche Seite der menschlichen Natur, wodurch es der Göttlichkeit im höchsten Sinne möglich war, sich mit der Menschheit zu vereinen. Okay, so what is God's system of education here, as established in the Hebrews? Also was ist Gottes System der Erziehung, wie er das bei den Hebräern hervorkommen lassen hat? It says it's based on faith. Es beruht auf Glauben. Which is trusting God instead of myself. Was bedeutet Gott zu vertrauen anstatt mir selbst? Now let's contrast this with the other system. Lass uns das jetzt in Kontrast bringen mit dem anderen System. Continue. Was das Heidentum und dessen Erziehungssystem betrifft, was war die Religion der heidnischen Welt und was waren die Ideen, die sie zu verbreiten suchte? Zuallererst stellte es das Studium und die Verehrung des Selbst über Gott. Okay, what are we placing over God? Also was platzieren wir über Gott? Studying or worshiping self. Worshiping self. Only worshiping without studying? Studying too. Also yes. Study. Also das Studium und die Verehrung des Selbst über Gott. However you word it, it's exalting self, right? Above faith. Wie auch immer, man platziert sich selber über Gott. So, two systems of education here. Also zwei Systeme von Erziehung. One teaches us to rely on God. Eines
lehrt uns auf Gott zu vertrauen. The other teaches us to rely on self. Und das andere lehrt uns auf uns selbst zu vertrauen. We find a similar statement in Desire of Ages. Wir finden ein ähnliches Zitat in Sieg der Liebe. Zu allen Zeiten hatte Satan das Heidentum benutzt, damit sich Menschen von Gott abwenden. Doch seinen großen Triumph feierte er, als es ihm gelang, den Glauben in Israel zu verfälschen, indem die Heidengötter nach eigenen Vorstellungen anbeteten und über sie nachdachten, verloren sie die rechte Gotteserkenntnis und wurden immer verderbter. Und so erging es auch Israel. So Israel was doing the same thing the heathen was doing. Also Israel hat dasselbe getan, was die Heiden getan haben. Which was what? It says worshiping their own conceptions. Was genau was war? Dass sie nach ihren eigenen Vorstellungen anbeteten. The principle that man can save himself by his own works is at the foundation of every heathen religion. Das Konzept, dass sich der Mensch durch seine eigenen Werke erlösen könne, ist die Grundlage jeder heidnischen Religion. Okay, we need to understand this. Wir müssen das hier jetzt verstehen. What is the foundation of every heathen religion? Was ist das Fundament jedes heidnischen Glaubens? It says jeder heidnischen Religion, that we can save ourselves. Es sagt, dass man sich selber retten kann. Again, worshiping self, placing our own reason above trusting in God. Wieder sich selbst zu erhöhen und das eigene Verständnis über Gott zu setzen. And we read Satan had implanted that principle. Now it was the principle of the Jewish religion. Und wir lesen weiter, auch in Israel war dies zum Fundament der jüdischen Religion geworden. Satan hatte dieses Konzept eingepflanzt. The children of Israel fell into this. Die Kinder Israel, das Volk Israel ist genau da reingefallen. It led them into captivity. Das hat sie in die Gefangenschaft geführt. And as we study their experience in the Babylonian captivity, und wie wir schon das ihre Erfahrung in der babylonischen Gefangenschaft studiert haben, as we saw this morning, they failed to remain distinct. Heute Morgen haben wir gesehen, dass sie es versäumt haben, sich von Babylon zu unterscheiden. And then we come to the time of Medo-Persia. Dann kommen wir zu der Zeit von Medo-Persien. And then after Medo-Persia. Und nach Medo-Persien. Anyone know? Greek. Greece, yes, okay. Just making sure we're still together, right? Now, Alexander the Great is known for conquest. Alexander der Große ist dafür bekannt, dass er erobert hat. But Greece is known for far more than war. Aber Griechenland ist noch für viel mehr bekannt als nur für Krieg. They are more famous for their philosophy. Sie sind noch viel berühmter für ihre Philosophie. And for their system of education. Und für ihr System der Erziehung. And their ideas captured the nation of Israel. Und ihre Ideen haben die Nation von Israel besetzt. Babylon enslaved the bodies of God's people. Babylon versklavte die Körper von Gottes Volk. Medo-Persien machte Gesetze, um sie zu töten, aber Griechenland nahm ihren Geist gefangen und versklavte sie für ihre Ideen. Sie fälschte so geschickt die geistlichen Lehren des Alten Testaments und wickelte ihre Ranken so leise und doch so sicher um Gottes Volk, dass ihre Sklaverei viel schlimmer war als die von Ägypten oder Babylon. Hmm. Which slavery is more dangerous? Welche Sklaverei ist schlimmer? You see what Satan was doing here. Wir sehen, was Satan hier getan hat. He didn't want Israel to be a light. Er wollte nicht, dass Israel ein Licht ist. So he took them captive with Babylon. Also hat sie mit Babylon gefangen genommen. Well, that didn't work very well because of Daniel and his friends. Das hat nicht so gut funktioniert wegen Daniel und seinen Freunden. They were still a light. Sie waren immer noch ein Licht. Okay, so then came Medo-Persia. Dann kam also Medo-Persien. In the time of Esther, Satan said, I just want to kill them all. Und zur Zeit von Esther, dort können wir sehen, dass Satan einfach gesagt hat, ich möchte alle Juden einfach umbringen. Well, that didn't work well either. Das hat auch nicht gut funktioniert. So Satan said, I need another tactic. Satan hat sich dann überlegt, ich brauche wohl eine neue Taktik. Instead of attacking their bodies, let me attack the minds. Anstatt ihre Körper anzugreifen, lass mich doch ihren Geist and angreifen. And he did this through Greek education. Und er hat das durch die griechische Erziehung getan. You see, the Greek system of religion and education actually had many similarities to the Jewish one. Das griechische System von Erziehung und Religion hat eigentlich sehr viele Ähnlichkeiten zu dem jüdischen System. They had a system of sacrifices. Sie hatten ein System von Opferungen.
They had the spirit of prophecy, they had a priesthood. Sie hatten den Geist der Weissagung und die Priesterschaft. They had they replaced the sacred feast of the Jews with their national games. Sie haben sogar eines der jüdischen Feste mit ihrem Volksfest ersetzt. So there were many similarities and it was easy to fall into it. Also es gab viele Ähnlichkeiten, weshalb es das so einfach machte, dort hineinzufallen. Mm-hmm. Go ahead. Die Geschichte Griechenlands ist die Geschichte der körperlichen und geistigen Kultur. Das Volk bewunderte Anmut und Schönheit und seine Literaten verehrten den Intellekt. Platon, der größte der griechischen Philosophen, lebte 400 Jahre vor Christus und seine Lehren haben die Gedanken der Schriftsteller aller Epochen seither geleitet. What are they worshiping? Was verehren sie also? The intellect, it says. Den Intellekt. Now, has God given us an intellect? Hat Gott uns einen Intellekt gegeben? Are we sleeping? Has God given us an intellect? Yeah, okay, he has. Gott hat uns einen Intellekt gegeben. Does he design that we develop the intellect? Hat entwickelt, dass wir unseren Intellekt weiterbringen? Most certainly. So, ganz sicher. What's the difference here? Was ist also der Unterschied hier? It says they're worshiping the intellect. Es sagt hier, dass sie den Intellekt verehrten, anbeteten. In other words, they're placing their intellect above faith in God. Mit anderen Worten, platzieren sie den Intellekt über den Glauben an Gott. This is a principle of Greek education. Das ist ein Prinzip von griechischer Erziehung. We can reason, we can philosophize, we can figure it all out. Wir können verstehen, wir können philosophieren, wir können es irgendwie herausfinden. And thus, you don't need a savior. Und deshalb brauchen wir keinen Erlöser. Go ahead. Die Juden vermischten die Lehren der Bibel mit der Philosophie Platons. Und daraus entstanden die Überlieferungen der Menschen, vor denen Christus seine Anhänger so oft warnte. Die falsche Philosophie und die fälschlich sogenannte Wissenschaft der Zeit des Paulus war die griechische Lehre, die den Geist Platons und seiner Schüler atmete. Hier in der griechischen Religion und der griechischen Gelehrsamkeit gab es die subtilste Form jener Mischung aus Wahrheit und Irrtum, die Satan am Baum der Erkenntnis von Gut und Böse anbot. Okay, now we started with the story of the tree of the knowledge of good and evil. Wir haben mit der Geschichte gestartet am Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. What was the very principle of the tree of the knowledge of good and evil? Was war das Grundprinzip von dem Baum der Erkenntnis von Gut und Böse? It's right in the name. Es ist direkt im Namen. It says good and evil. Es sagt gut und böse. Now we saw that the root of the fall was distrust. Wir sehen, dass die Wurzel des Sündenfalls Misstrauen war. God is truth. Gott ist Wahrheit. So when we have a mixture of truth and error, wenn wir also eine Vermischung von Wahrheit und Lüge haben, we are in essence saying, I need more than what God has given me. Sagen wir im Grunde, ich brauche mehr als Gott mir gegeben. I can't trust God all the way. Maybe I'll take some of it, but I'm going to need to add some of my own wisdom to that. Ich kann Gott nicht ganz komplett vertrauen, sondern ich muss etwas von meinem eigenen Verstand noch hinzufügen. I know God is wise, but I need some more wisdom than what God has given me. Ich weiß, dass Gott weise ist, aber ich brauche noch etwas mehr Weisheit als das, was Gott mir gegeben hat. This is the tree of the knowledge of good and evil. We don't need just good, we need some of the other. Das ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Wir brauchen nicht nur gut, sondern auch ein bisschen von dem Bösen. But notice here what it's talking about Greek education. Aber bemerkt, was es hier sagt bezüglich der griechischen Erziehung. This is what the Jews did. Das ist, was die Juden taten. They mixed the truth of God with the Greek education, the philosophies. Sie vermischen die Lehren der Bibel mit der Philosophie Platons, and mit der griechischen Erziehung. And when you do that, und wenn man das tut, you're basically saying, sagt man im Grunde, my mind is going to decide what's true and false. Mein Verstand sagt und kann entscheiden, was gut und böse ist. Not God is the standard, but rather my mind is the standard, my intellect. Nicht Gott ist der Standard, sondern eher mein Verständnis, mein Intellekt. And Plato, who we recognize as one of the standard bearer of Greek philosophy. Und Plato, den wir als einen der
bekannten Namen der griechischen Philosophie anerkennen. He said something very interesting. Er sagt etwas sehr Interessantes. And this formed the foundation of Greek education. Und das formte die Grundlage von griechischer Erziehung. There is a science of sciences. I call it dialectic. Es gibt eine Wissenschaft der Wissenschaften, ich nenne sie Dialektik. Which is? Die da ist. The intellect discriminating the false and the true. Der Intellekt, der das Wahre vom Falschen unterscheidet. The science of sciences, he says. Die Wissenschaft der Wissenschaften, sagt er. And what is it? Und was ist es? My intellect can decide what's true and false. Mein Intellekt, mein Verstand kann entscheiden, was wahr oder falsch ist. That should sound like blasphemy to the Christian. Das müsste eigentlich wie Gotteslästerung in den Ohren des Christen klingen. Because for the Christian it's God's word that is the standard, not his mind. Weil für den Christen Gottes Wort der Standard ist, und is, nicht unser eigener Verstand. It is God's wisdom that must be followed and accepted and trusted above everything else. Es ist Gottes Weisheit, die befolgt werden muss, der vertraut werden soll über alles andere. But unfortunately, aber leider, this is the method of education so common today. Das ist die das System der Erziehung, was heute so unter uns ist. People say, maybe you've heard it. Menschen sagen, vielleicht habt ihr es schon gehört. Don't be so narrow-minded. Seid nicht so engstirnig. Aha, we need to be thinking broadly. Wir müssen das etwas weiter betrachten. We need a broad education. Wir brauchen eine weiterfassende Erziehung. Now, we do need a broad education, according to God. Wir brauchen eine weitfassende Erziehung, wenn wir uns Gottes Wort But we need his definition, not the world's definition. Aber wir brauchen seine Definition und nicht die Definition der Welt. Because usually the definition of the world is, well, God's wisdom is okay, but we need to add to it. Weil die Definition der Welt ist meistens, ja, Gottes Weisheit ist okay, aber wir müssen dazu noch was hinzufügen. But notice, he says, it's the science of sciences. Aber bemerkt noch einmal, was hier steht. Er sagt hier, das ist die Wissenschaft der Wissenschaft. Does that make you think of another statement? Lässt euch das vielleicht ein anderes Zitat in den Ohren klingen? We read, the science of redemption is the science of all sciences. Wir lesen nämlich in Erziehung, die Wissenschaft um die Erlösung ist die Wissenschaft aller Wissenschaften. Now, in the science of all sciences of God, the science of redemption, also in der Wissenschaft aller Wissenschaften der von Gott, also der Erlösung, do we learn to exalt our own wisdom? Or do we learn to rely on God? Lernen wir uns auf unseren Verstand zu verlassen oder lernen wir auf Gott zu vertrauen? Hmm. You see, it's this science, as we study it, wir sehen, dass es diese Wissenschaft ist, während wir sie studieren, that leads us to lean more and more and cast ourselves on the merits of Jesus. Die uns dazu führt, dass wir uns immer mehr auf die Ergebnisse und auf die Verdienste Jesu lehnen und darauf vertrauen. We realize in this study our own weakness and insufficiency. Wir sehen in diesem Studium unser eigenes Fehlen von und ja unsere Unzulänglichkeiten. So now we can make a contrast clearly. Und jetzt können wir einen sehr klaren Kontrast machen. The science of sciences of Plato. Die Wissenschaft der Wissenschaften von Plato is the intellect discerning between the true and the false. Der Intellekt, der das Wahre vom Falschen unterscheidet. And what is the lesson taught? Und was ist die Lehre daraus? Dependence upon man. Abhängigkeit von Menschen. But then there's Jesus' science of sciences. Aber dann gibt es noch Jesu Wissenschaft der Wissenschaften. Which is the science of redemption. Welches die Wissenschaft der Erlösung ist. And what is the lesson taught? Und was ist die Lehre, die gelehrt wird? Dependence upon God. Abhängigkeit von Gott. This is true versus false education. Das ist eine wahre gegen falsche Erziehung. One, we find right back at the tree of the knowledge of good and evil. Eines finden wir am Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. We exalt our own wisdom above God's. Wir erhöhen unser eigenen Verstand über Gottes. And we learn to depend on ourselves. Und wir lernen auf uns selbst zu vertrauen. And we don't see our need of Jesus. Und wir sehen nicht unser Bedürfnis von Jesus. But there's another one. Aber es gibt noch etwas The anderes. The science of redemption. Nämlich diese Wissenschaft der And we learn just how helpless we are.
Und wir lernen, wie hilflos wir sind. And we learn to depend upon God. Und wir lernen, von Gott abhängig zu sein. But sadly, Israel, throughout the centuries, desired man's wisdom in place of God's wisdom. Aber leider hat das Volk Israel durch die Jahrhunderte hinweg auf menschliche Weisheit vertraut und nicht auf Gottes Weisheit. And they readily imbibed this Greek education. Und sie haben die griechische Erziehung umgesetzt. Go ahead. Israel war einst auf wundersame Weise aus der physischen Knechtschaft in Ägypten befreit worden. In den Tagen Nebukadnezars bei der Belagerung Jerusalems waren sie davor gewarnt worden, nach Ägypten zu fliehen, um Schutz zu suchen. Doch obwohl sie der Knechtschaft jener früheren Zeiten entkommen waren, wurden sie von der Gelehrsamkeit der Griechen gefangen genommen. Viele Juden strömten nach Ägypten und diejenigen, die in Jerusalem und Palästina blieben, nahmen viele der Ideen der Griechen in sich auf. So, when the Jews came back home from the Babylonian captivity, also als die Juden nach Hause kamen von der babylonischen Gefangenschaft, they maintained their system of education for a while. Haben sie ihr System der Erziehung für eine gewisse Zeit aufrechterhalten. But over time they began to look to the world and desire more than God had given them. Aber nach einiger Zeit haben sie nach etwas mehr verlangt als das, was Gott ihnen gegeben hat. And over time they started sending their youth to Alexandria, the center of Greek education. Und ab und zu haben sie ihre Jugend nach Alexandria geschickt, das Zentrum von Greek education? Yes. Von griechischer Erziehung. And they initially started doing this. Und sie haben damit angefangen. And they made some excuses. Sie haben einige Entschuldigungen dafür. They said, well, we can be a witness there. Nämlich, wir können dort ein Zeuge sein. You ever make that excuse? Habt ihr schon mal so eine Entschuldigung gebracht? I want to read you an article here. Ich möchte euch einen Artikel vorlesen. A part of an article. Ein Teil eines Artikels. Written in 1933 by F.C. Gilbert. Welches 1933 von F.C. Gilbert. And it is called Why the Jews Rejected Jesus. And it talks about this history. Und dieser Artikel heißt, warum die Juden Jesus abgelehnt haben. Und es betrachtet etwas Geschichte. You can find the entire article online if you want. Just look for F.C. Gilbert, Why the Jews Rejected Jesus. Ihr könnt den ganzen Artikel online finden. Schaut einfach nach F.C. Gilbert. Why the Jews rejected Jesus, also warum die Juden Jesus abgelehnt haben. Greece assured the Jews that they desired to be their true friends. Griechenland hat den Juden versprochen, dass sie wirklich wahre Freunde sein können. They wanted to learn more of the God of the Hebrews. Sie wollten mehr über den Gott der Hebräer wissen. So an arrangement was made that allowed rabbis from Jerusalem to go to Alexandria and translate the scriptures into the Greek language. Es wurden also Vorkehrungen getroffen, dass eine große Menge von Rabbis von Jerusalem nach Alexandria gekommen sind und die Schriften, die jüdischen Schriften, ins Griechische übersetzen. You see, Greece had an interesting policy. Ihr seht, wisst ihr, Griechenland hat eine sehr interessante Grundlage. They had very little that was original to them, that they invented. Sie haben sehr wenig, was sie selbst entwickelt, hergestellt haben. What they would do is, as they would conquer a nation, was sie gemacht haben, ist, sie haben eine Nation erobert. They would say, oh, this is interesting, let's take that. Und haben dann gesehen, ah, das ist interessant, das nehmen wir. And they take another one, oh, we like that, let's take that. Dann schauen sie sich was anderes an und sagen, ah ja, das nehmen wir auch. And they just kind of pieced together their own system of religion and culture. Und so haben sie ihr eigenes System der Religion und Kultur zusammengebastelt. So they saw the religion of the Hebrews. Und so sahen sie die Religion der Hebräer. And they said, oh, that's nice. Und haben gesagt, oh, das ist schön. Let's take some of that. Lass uns etwas davon nehmen. You see, the difference was that they didn't view it as truth. They just saw it as something true. Das Interessante ist, sie haben es nicht als etwas, als Wahrheit verstanden, sondern nur something that is something, it was true, but it wasn't the truth. Also etwas, das wahr ist, aber nicht die Wahrheit ist. The Greek mindset is that there's no one truth. You have your truth, I have my truth. Die griechische Mentalität sagt, es gibt nicht eine Wahrheit, keine absolute Wahrheit, sondern
Du hast deine Wahrheit und jemand anderes seine. And so they said, hey, let's take some of the Jewish scriptures. Und so haben sie gesagt, ja, lass uns etwas von den jüdischen Schriften nehmen. And maybe the Jewish youth would be interested to learn something from us. Und vielleicht wird ja auch die jüdische Jugend interessiert daran sein, etwas von uns zu nehmen. So, it was suggested by the Greeks that the Jews send their talented young men to Alexandria. So wurde also vorgeschlagen, dass die Juden ihre talentierten Jugendlichen nach Alexandria schicken. For training and instruction in the philosophies, the sciences and the learning of the Greeks. Für eine Ausbildung und Unterweisung in den Wissenschaften und den Schriften und den Philosophien und den Lehren der Griechen. Now the elders of Israel feared the results of such a course. Die Ältesten von Israel haben so diesen die Ergebnisse dieses Weges befürchtet. It's good to listen to your elders. Es ist gut, auf seine Ältesten zu hören. They knew the history. Sie kannten die Geschichte. They said this is dangerous. Sie haben gesagt, das ist gefährlich. But they argued that, well, it would be to our advantage. Aber sie haben argumentiert, naja, es wird ja für unseren Vorteil sein. We can, I read here, the young men would gain knowledge, influence, prestige. Sie argumentierten, die Jungen werden, die Jugend wird Intelligenz, Lehre, Weisheit und Prestige erhalten. And they would have a better standing in the eyes of the nations. Und dass sie einen besseres Ansehen haben in den Augen der Völker um sie herum. And time went on. Und so ging die Zeit voran. And gradually the Jewish schools came to confer degrees upon their graduates. Und Stück für Stück haben also die jüdischen Schulen dann auch Abschlüsse für ihre Absolventen verteilt. There was the Rav or Rabbi. Dann dort gab es zum Beispiel den Rabbi. That was a Greek degree. Das war ein griechischer Abschluss. And there were several others. Und da, dort waren noch einige andere. It was thought necessary for the graduates of the rabbinical schools to show the mark of their rank by wearing different clothing. Es war notwendig für die Absolventen der rabbinischen Schulen, unterschiedliche Kleidung zu tragen. The man with a degree must wear a peculiar distinctive gown and cap. Der Mann mit einem hohen Abschluss muss ein besonderes und unterscheidbares Gewand und Mütze tragen. Little by little an educational aristocracy was formed. Stück für Stück wurde eine erziehungsbezogene Abfolge erstellt, which was called, die genannt wurde, the Sanhedrin. Sanhedrin, der Hohe Rat. What crucified Jesus? Die Jesus gekreuzigt haben. The Jews had their house of judgment, but by this time it had been perverted by this Greek idea. Die Juden hatten ihr Haus der Entscheidungsfindung des Gerichts, aber es wurde bereits durch die griechische Erziehung pervertiert. While the religious schools continued to operate, a marked declension in spiritual influence and power was visible. Während also die religiösen Schulen weiter gehandelt haben und gelehrt haben, war eine klare ein klarer Abstieg des geistlichen Einflusses und Kraft zu sehen. Year by year the word of God was studied less. Jahr für Jahr wurde das Wort Gottes weniger studiert. And philosophy was studied more. Und Philosophie wurde mehr studiert. In the ethics of the fathers, the rabbis taught. In der Ethik der Väter haben die Rabbis unterrichtet. A child of 5 years should study the Bible. Ein Kind von 5 Jahren sollte die Bibel studieren. At 10 he should study the Mishnah. Ab 10 sollte es die Mishnah studieren. At 15 he should study the Gemara. Mit 15 sollte das Kind dann die Gemara studieren. The Mishnah is a commentary on the Bible. Die Mishnah ist ein Kommentar zur Bibel. The Gemara is a commentary on the Mishnah. Die Gemara ist ein Kommentar zu der Mishnah. So as the child grew, he studied God's word less and man's writings more. Also als das Kind also
älter geworden ist, hat es weniger Gottes Wort studiert, sondern die Gedanken von Menschen. This was not God's plan. Das war nicht Gottes Plan. Why were they going to the wisdom of the world when God had given them a system of wisdom for themselves? Warum gehen sie zu den zu den Systemen der Welt, wenn Gott ihnen doch die wahre Weisheit gegeben hat? Go ahead. Die Ansiedlung der Juden in Palästina und seiner Hauptstadt geschah nach göttlicher Vorsehung. Sie standen an der Pforte der Völker und hätten das Gleichgewicht der Macht halten können. Hätten sie das Schwert des Geistes hochgehalten, hätten sich alle Völker vor ihren Königen verneigt und Tribut in ihre Schatzkammern gezahlt. Anstatt nach Alexandria zu strömen, um die Weisheit Griechenlands zu hören, hätten die Völker ihre Jugend in die Prophetenschulen nach Jerusalem schicken sollen. Und die Gelehrten der Welt hätten die Weisheit derer suchen sollen, die den Gott der Weisheit kennen. Aber so war es nicht. Israel war damals wie die Kirche von heute. Anstatt durch das geistliche Leben zu führen, suchte es die Weisheit Ägyptens und Griechenlands. And between Malachi and Matthew, zwischen Malachi und Matthäus, we have how many years? Wie viele Jahre haben wir dazwischen? Anyone know? Between Malachi and Matthew, the intertestamental period. Wie viel zwischen den beiden Testamenten an Zeit vergangen ist? 300. Okay, almost. Fast. It's about 400. Es ist ungefähr 400 Jahre. About 400 years. Ungefähr 400 Jahre. These are 400 years without a prophet. Das sind 400 Jahre ohne einen Propheten. But why? Aber warum? Did God just take a vacation? Hat Gott einfach Urlaub genommen? He said, I don't feel like sending any prophets for a few hundred years. Ich fühle mich nicht so, als müsste ich jetzt einen Propheten senden, hat er doch nicht gesagt, oder? Let's read here. This was a cause of Greek education. Es war die Ursache war griechische Erziehung. Die Geschichte Griechenlands füllt die Zeit zwischen der Prophezeiung von Malachi und Johannes dem Täufer. Wir können jetzt sehen, warum Israel so lange ohne den Klang der Stimme des Propheten war. Gott gab Israel ein Erziehungssystem, das sich von dem aller anderen Völker unterschied. Ein System, das, wenn es befolgt würde, es dem Volk für immer unmöglich machen würde, in Gefangenschaft zu geraten. Aber Israel gab sein von Gott gegebenes System oft auf, um sich von heidnischen Völkern belehren zu lassen. Als die Juden aus Babylon zurückkehrten, waren sie stark von den babylonischen Vorstellungen von Bildung und Religion geprägt. Dies bereitete sie darauf vor, die Lehren der Griechen bereitwillig anzunehmen. Die Rabbiner Jerusalems vermischten die Grundsätze der griechischen Philosophie so gründlich mit den Satzungen Jehovas, die sie den Kindern beizubringen hatten, dass es vom Tod Malachis bis zur Geburt Johannes des Täufers keine Familie in Juda gab, der die Erziehung eines Propheten anvertraut werden konnte. So why the 400 years of silence? Also warum gab es 400 Jahre von Stille? Was God on vacation? No. Hatte Gott eine Auszeit genommen? God would have been happy to send a prophet. Gott hätte sich gefreut, einen Propheten zu senden. But he could not find a family to educate a prophet. Aber er konnte keine Familie finden, die einen Propheten erzieht. These were 400 years of silence when the minds were so blinded by Greek education. Es waren 400 Jahre von Stille, wo der Geist so von dem griechischen von der griechischen Erziehung verblendet war. And thus the way was paved for the rejection of Jesus. Und so wurde der Weg vorgefertigt für die Ablehnung von Jesus. Die Juden sehnten zwar die Ankunft des Messias herbei, hatten aber keine richtige Vorstellung von seiner Mission. Sie sehnten sich nicht nach Erlösung von ihren Sünden, sondern nach Befreiung von den Römern. What were they seeking deliverance from? Wonach haben sie, von was wollten sie erlöst werden? They were seeking deliverance, right? Sie haben Erlösung gesucht, yeah. Oder? But they were seeking deliverance from the wrong thing. Aber sie haben Erlösung von der falschen Sache gesucht. They wanted deliverance from physical difficulty, but not from sin. Sie wollten Erlösung von physischen Schwierigkeiten, aber nicht von Sünden. How many times do we pray for relief from physical difficulty? Wie oft beten wir für die Erlösung von physischen Schwierigkeiten? But are we seeking for deliverance from sin? Aber suchen wir nach der Erlösung von Sünde?
I wonder if we see our need for deliverance from sin. Ich wundere mich, ob wir unser Bedürfnis an der Lösung von Sünde sehen. We have to see our need to seek deliverance. Wie wir gesehen haben, müssen wir unser Bedürfnis erkennen, dass wir Erlösung suchen. So that was about the children of Israel. Das war jetzt also über die Kinder von Israel. But let's take this to modern times. Aber lass uns das jetzt auf die Gegenwart projizieren. Because I hear people say, well, I'm not following Greek education. Weil ich nämlich Menschen hören sage, ich folge nicht der griechischen Erziehung. I don't teach my children Greek philosophy. Ich lehre meinen Kindern nicht griechische Philosophie. Is it possible we're following the same methods? Aber kann es sein, dass wir dieselben Methoden befolgen? I think, as we've already seen, as we exalt our own reason above God's truth, that's one of the methods. Wie wir gesehen haben, dass wir unseren Verstand über den Verstand Gottes erheben, das ist eine dieser Methoden. But let's apply this. Aber lass uns das einmal anwenden. Was Griechenland nicht an Territorium gewann, gewann es als Lehrer der Nationen. Die Wurzeln bleiben bis heute. Mehr als einmal ist Griechenland als intellektuelle Macht aufgetaucht. Überall in der intellektuellen Welt hat es Verehrer, die sich vor seinem Schrein, dem menschlichen Geist, verneigen. Ihre Philosophie wird heute unter dem Deckmantel moderner Schriftsteller studiert. Ihre Ideen werden den Kindern eingeflößt vom Kindergarten bis zu den Universitäten. Griechisches Wissen beherrscht immer noch die Welt. How? Wie? How does it rule the world? Wie beherrscht es die Welt? You know, our enemy is intelligent. Wisst ihr, unser Gegner ist sehr intelligent. How many of us have gone to the supermarket? Wie viele von uns waren schon einmal im Supermarkt? And we go to buy something we've bought many times. Und wir möchten etwas kaufen, was wir schon oft gekauft haben. And we can't find it. Und wir können es nicht finden. And then we see it. Und dann sehen wir es. And it's in a new package. Und es ist in einer neuen Verpackung. And it says new package, same great product. Und es sagt neue Verpackung, selbes gutes Produkt. Satan likes to do that. Satan mag es, das zu he tun. He likes to take his lies. Er mag es, seine Lügen zu nehmen. And once we figure them out, he says that's okay. I'll just put them in another package. Und wenn wir diese Lügen verstanden haben, sagt er, es ist okay. Ich packe es einfach neu ein. He's constantly reinventing. Er ist konstant dabei neu zu erfinden. But it's the same old lie. Aber es ist immer noch dieselbe alte Lüge. Today we have something directly descended from Greece. Heute haben wir etwas, was direkt von Griechenland kommt. It's called. Es heißt Humanism. Humanismus. How many have heard of humanism? Wie viele von euch haben von Humanismus gehört? Okay. Let's see what the humanists say about what humanism is. Lass uns mal betrachten, was die Humanisten darüber sagen, was Humanismus ist. Good. Der Humanismus ist eine fortschrittliche Lebensphilosophie, die ohne Theismus oder andere übernatürliche Überzeugungen unsere Fähigkeit und Verantwortung bekräftigt. Ein ethisches Leben zu führen, in dem wir uns persönlich verwirklichen und nach dem Allgemeinwohl streben. Okay, what's the key here? Was ist der Schlüssel hier? It says without theism. Ohne Theismus heißt es. We don't need God, we can do it ourselves. Wir brauchen Gott nicht, wir können es selber tun. On human ability. Wir bauen auf menschliche Fähigkeiten. Okay, here again. Okay, gehen wir weiter. Der Humanismus steht für den Aufbau einer humanären Gesellschaft durch eine Ethik, die auf menschlichen und anderen natürlichen Werten im Geiste der Vernunft und der freien Forschung durch menschliche Fähigkeiten beruht. Er ist nicht theistisch und akzeptiert keine übernatürlichen Ansichten über die Realität. Okay, what does it say? A spirit of reason. Was sagt es hier? Geiste der Vernunft. Again, no need of God, we can figure it out ourselves. Also wieder, wir brauchen Gott nicht, wir können es selber herausfinden. Yeah. In Glaubensfragen sind wir der Meinung, dass die Vernunft, wenn sie auf die Beweise unserer Sinne und unser gesammeltes Wissen angewandt wird, unser zuverlässigster Ratgeber ist, um die Welt zu verstehen und unsere Entscheidungen zu treffen. Wir stützen unser Verständnis der Welt auf das, was wir mit unseren Sinnen wahrnehmen und mit unserem Verstand begreifen können. Does that sound like Plato? Klingt das wie Plato? As he said, our guide is our mind to discern between truth and error. Hat er nicht gesagt, unser Verstand ist unser Führer darin, gut von böse zu unterscheiden? This is pure Greek philosophy. Das ist pure griechische Philosophie. Resulting reason instead of faith. Wir erhöhen Verstand über Glaube. Now, let me read you a statement from a man who had an incredible influence over education.
Ich möchte euch jetzt ein Zitat lesen von einem Mann, der einen unglaublichen Einfluss auf die Erziehung hatte. He is considered the father of modern public education in the United States. Er wird als Vater der modernen öffentlichen Bildung in den Vereinigten Staaten bezeichnet. But he influenced education in more than just the US. Aber er hat die Erziehung in mehr als nur den Vereinigten Staaten beeinflusst. We deal with his influence more than we realize. His name is John Dewey. Wir haben mehr mit seinem Einfluss zu tun, als wir verstehen. And what was his philosophy? Was war seine Philosophie? He said, er sagt, der Glaube an den gebetserhörenden Gott ist ein unbewiesener und überholter Glaube. Es gibt keinen Gott und es gibt keine Seele. Daher sind die Stützen der traditionellen Religion überflüssig. Mit dem Ausschluss von Dogmen und Glaubensbekenntnissen ist auch die unveränderliche Wahrheit tot und begraben. Es gibt keinen Platz für feste, natürliche Gesetze oder moralische Absolutheiten. Oh, I don't even like reading it. I also don't. Ich mag es nicht mal vorzulesen. But this is humanism. Aber das ist Humanismus. A powerful influence over the educational systems in the world. Whether it was him or someone else, this is their philosophy. Ein unglaublicher Einfluss auf unser Erziehungssystem. But we say, oh, that's secular humanism. Aber wir sagen, okay, das ist nur weltlicher Humanismus. I don't go along with that. Ich stimme damit nicht überein. Okay, let's look at someone else. Dann schauen wir mal weiter. Anyone know who this is? Weiß jemand, wer das ist? Don't recognize the face? I know you'll recognize the name. Erkennt jemand das? Ich bin mir sicher, dass ihr den Namen kennt. Maria Montessori. Maria Montessori. Maria Montessori was a humanist. Maria Montessori war eine Humanistin. And although slightly religious also, which is kind of hard to understand. Sie war aber auch ein bisschen religiös, was etwas schwierig ist zu verstehen. And I want to be clear, Maria Montessori had some very good ideas about education. I'm not ignoring that. Und ich möchte klarstellen, Maria Montessori hatte einige sehr gute Ansätze zur Erziehung. But some of the core philosophies are humanistic in nature. Aber einige ihrer Grundsätze sind humanistisch von Natur aus. I'll explain in just a moment. But there was a book that someone told me about. Ich erkläre das gleich noch genauer, aber es gibt auch ein Buch, jemand hat mir davon erzählt. It was called Ellen White and Maria Montessori, Two Women Who Revolutionized the World of Education. Ellen White und Maria Montessori, zwei Frauen, die Welt der Erziehung revolutioniert haben. And it began to explain how both of these women had such great ideas of education, maybe they talked to each other. Und es beginnt damit zu erklären, dass diese beiden Frauen so wunderbare Ideen über Erziehung hatten. Vielleicht haben sie ja miteinander gesprochen. Did you read that book? No, I have not read it. Also ich habe das Buch nicht gelesen. Ich muss das nicht lesen. But they basically were saying, just by reading the description, that it must have come from the same source. Also nur darin, dass ich die Beschreibung gelesen habe, war es deutlich, dass es von dieser Quelle kommen muss. Did it come from the same source? No. Ach so. Kam es von derselben Quelle? Nein, sicher nicht. Two different systems of education. Es sind zwei komplett unterschiedliche Systeme der Erziehung. Satan's pretty smart about it. Aber Satan ist sehr klug. He's good at making counterfeits. Er ist sehr gut darin, Täuschungen zu machen. And how much falsehood does a counterfeit have? Und wie viel Falschheit hat eine Nachbildung? Is it 100% false? No, that's not a counterfeit. Ist es 100% falsch? Nein, das ist keine Nachbildung. No, it's mostly true with some bad, with some poison added. Nachbildung ist meistens gleich, aber mit etwas Gift hinzugefügt. Here's another name. Hier ist ein anderer Name. This individual is, her curriculum is even used by many conservative Seventh-day Adventist homeschoolers. Also von dieser Frau, ihr Curriculum ist verwendet von vielen konservativen Siebenten-Tags-Adventisten, die ein christliches Curriculum suchen. Charlotte Mason. Charlotte Mason. She is what is termed religious humanist. Sie ist, was man bezeichnet als einen religiösen Humanisten. Again, I don't understand how that works. Wieder einmal, ich verstehe nicht, wie das funktioniert. And again, she had many very good ideas. Und wieder,
Sie hatte sehr viele gute Ideen. But Charlotte Mason, Maria Montessori and others, what is a core of their teaching that is false? Charlotte Mason, Maria Montessori und andere, was ist der Kern von ihrer Lehre, die falsch ist? A common aspect of these ideas, ein gemeinsamer Aspekt dieser Ideen ist, is that there is an inherent good in the child that needs to be developed. Ist, dass es ein vererbtes Gutes im Kind gibt, was entwickelt werden muss. Focus on the strengths, develop those. Fokussiere dich auf die Stärken und entwickle diese. Now what does the Bible teach about that? Was lehrt uns die Bibel darüber? Says there's no one good. Die Bibel sagt uns, niemand ist gut. The heart is inherently bent toward evil. Das Herz ist von Grund auf böse. And we need transformation from outside of us. Und wir brauchen Umwandlung von außerhalb. Do you see the difference? Seht ihr den Unterschied? These methods of education say it's in us, just develop it. Diese Systeme von Erziehung sagen, es ist in dir, du musst es nur entwickeln. True education says it's not in us. Wahre Erziehung sagt, es ist nicht in uns. We need help from God. Wir brauchen Hilfe von Gott. And another one of these ideologies, it says we need to focus on the strengths. Und eine weitere dieser Ideologien ist, dass wir auf die Stärken fokussieren müssen. Well, true, God created us with strengths and weaknesses. Ja, es ist wahr, Gott hat uns mit Stärken und Schwächen erschaffen. But we're told that Satan attacks us on our weak points. Aber uns ist gesagt, dass Satan uns auf unseren schwachen Punkten angreift. True education should be harmonious development. Und wahre Erziehung muss eine harmonische Entwicklung sein. So who do you think invented the idea? Don't worry about the weak points, just focus on the strengths. Also wer meint ihr, hat diese Idee entwickelt, dass wir uns nur auf die Stärken verlassen und die Schwachheiten einfach da lassen? Yeah, Satan's trying to help himself. Satan versucht, sich selbst zu helfen. And I know someone's saying, well, but there's so many good points about these methods of education. Aber jetzt mag einer vielleicht sagen, ja, es sind doch so viele gute Punkte bei diesen Erziehungssystemen. I agree. Ich stimme zu. I'm not saying there's no good. Ich sage nicht, dass es dort kein Gutes gibt. But how much poison does it take to make something dangerous? Aber wie viel Gift braucht es, um etwas gefährlich zu machen? That's the very characteristic of a counterfeit. Das ist die Charakteristik von einer Nachahmung. But why do we need to turn to these methodologies of education when God has given it to us? Given us the true method in his word. Aber can you repeat this? Sure. Why do we need to turn to these methods of education? Warum müssen wir denn zu diesen Methoden der Erziehung zurückgreifen, wenn Gott uns doch ein komplett anderes System gegeben hat? To the law and to the testimony. Zum Gesetz und zum Zeugnis. Wenn sie nicht so sprechen, gibt es für sie kein Morgenrot. You know, in our discussions about true education, many times we focus just on the content. In unseren Unterhaltungen über wahre Erziehung haben wir uns häufig nur auf den Inhalt fokussiert. But we often forget to talk about the method used to teach the content. Aber wir vergessen häufig die Methode, wie wir den Inhalt And it is through beibringen. Many of these false methods that Satan is trying to get us to depend on ourselves. Und es ist wirklich so, dass es diese Methode ist, dass wir auf die Can you repeat that one? Satan is using these false methods of education to teach us to depend upon ourselves. Okay. So Satan verwendet diese falschen Methoden der Erziehung, dass wir auf uns selbst vertrauen. One of the most basic aspects of schooling today. Eines der weit verbreiteten Aspekte von Schule heutzutage ist. Is this little child? Das kleine Kind. Hardly able to walk. Was gerade mal gehen kann. And we take them and we start sending them off into school. Und wir nehmen es und senden es in die Schule. God's plan was that that little child learn to depend on their parents and thereby learn to depend upon God. Gottes Plan ist, dass dieses Kind lernt, sich auf die Eltern zu verlassen und dadurch lernt, sich auf Gott zu verlassen. But we send them to school. Aber wir senden sie zur Schule. Now what do they have to do? Was müssen sie jetzt tun? They're going to have to tough it out for themselves. Sie müssen sich selbst zusammenreißen und selbst durchkommen. They don't have anyone to depend on.
Sie haben niemanden, auf den sie sich verlassen können. Now he's got to make his own way. He has to be independent. Jetzt muss das Kind seinen eigenen Weg machen. Es muss unabhängig sein. Do you think it's going to be more difficult later on to see his need of Jesus? Meint ihr, es wird schwieriger für dieses Kind sein, später sein Bedürfnis an Jesus zu sehen? What about our whole educational system of honors and degrees and grading? Was ist mit den ganzen Erziehungssystemen, mit den Abschlüssen und den Bewertungssystemen? It's a performance-based environment focused on what I can do and what I can accomplish. Es ist eine Umgebung, die auf Performance ausgerichtet ist, was ich selber tun kann. And we don't see our need when we've learned to prove ourselves. Und wir lernen nicht unser Bedürfnis zu sehen, wenn wir auf uns selbst vertrauen. And then müssen. We can talk about the content, which is a mixture of truth and error, which again exalts man's wisdom over God's. Und dann schauen wir auf den Inhalt und wir sehen, dass es wieder eine Mischung ist von Wahrheit und Lüge, was nicht Gottes Erziehung entspricht. But all of this has a purpose. Und all das hat ein Ziel. To teach us that we can do it, we don't need help. Dass wir es selber tun können und keine Hilfe brauchen. And there's a consequence of this. Aber dadurch gibt es ein Resultat, eine Folge. Follow with me. Mm-hmm. Okay. If we have learned to rely on self, also folgt mir, wenn wir gelernt haben, auf uns selbst zu vertrauen, when we are confronted with overcoming sin, wenn wir damit konfrontiert sind, Sünde zu überwinden, we find it impossible. Finden wir es unmöglich. Which is true, isn't it? Was wahr ist, oder? It's impossible to overcome sin in our own strength. Es ist unmöglich, Sünde durch unsere eigene Kraft zu überwinden. So, if we're relying on ourselves, wenn wir also auf uns selbst vertrauen, we find overcoming sin is impossible. Sehen wir, dass Sünde überwinden unmöglich ist. So those who have been taught to rely on self, also die, die denen beigebracht wurde, auf sich selbst will zu verlassen, come to the conclusion, werden zu dem Ergebnis kommen, that sin cannot be overcome. Dass Sünde nicht überwunden werden kann. Have we heard this idea? Haben wir diese Idee schon gehört? Hmm? Yes, we did. Hmm. We can't overcome sin? Where does that trace its roots back to? Wir können über Sünde nicht überwinden. Wo können wir das herausfinden? For you? I have some. Okay, I have one. We're out of time. I'm trying to decide what to finish with. Wir sind, okay, let's read this. Am Ende der Zeit. Wir müssen schauen, wie wir das jetzt beenden. Wie die Juden in den Tagen Alexanders und seiner Nachfolger ohne Entschuldigung waren, so hat das Israel von heute die Weisheit des Ewigen im Gegensatz zur Weisheit Griechenlands vor Augen. Und die Botschaft lautet, wähle heute, vor welchem Schrein du dich beugen willst, zu den Füßen Jesu sitzen, von ihm zu lernen, wird dir ewiges Leben sichern. Das Annehmen der Schriften von Menschen, die versuchen, durch Experimente und Spekulationen herauszufinden, was durch den Glauben erkannt werden muss, das bringt den Tod. Denn es führt von Christus weg. Das erste ist das System Gottes, dessen Antriebskraft der Glaube ist. Das zweite ist das griechische System, das die menschliche Vernunft hochhält. Man mag sich nicht vor den Götzen Ägyptens verneigen oder von den Weinen Babylons trinken, aber wenn man sich von den gefälligeren Sophistereien Griechenlands verführen lässt, so ist sein Schicksal am Ende dasselbe. Hmm. These are important lessons. Das sind sehr wichtige Lehren. And we cannot finish the story. Wir können leider die Geschichte nicht abschließen. Without mentioning God's solution. Ohne Gottes Lösung zu erwähnen. At this sad juncture in Israel's history. Bei dieser traurigen Entscheidung von der Geschichte Israels. We find two individuals. Finden wir zwei Personen. Who followed true education. Welche wahre Erziehung gefolgt sind. Who were they? Welche waren die? John the Baptist. Johannes der Täufer. And Jesus. Und Jesus. How were they educated? Wie wurden sie erzogen? Listen to this. Hört einmal dazu. Say, these are not my words. Ich möchte nur sagen, das sind nicht meine Worte. Eigentlich wäre der Sohn von Zacharias als Priester ausgebildet worden.
aber die Erziehung in den rabbinischen Schulen hätte ihn für seine Aufgabe untauglich gemacht. Gott sandte ihn nicht zu den Theologen, um zu lernen, wie man die heiligen Schriften auslegt. Er rief ihn in die Wüste, um von der Natur und ihrem Schöpfer zu lernen. God did not send him to the teachers of theology to understand the scriptures. Gott hat ihn nicht zu den Lehrern der Theologie geschickt, um seine Schriften zu verstehen. Because he knew that he would be taught self-dependence. Weil er wusste, dass dort Selbstvertrauen gelehrt wird. And so John's parents, in recognition of God's wisdom over their own, followed God's method of education. Und so haben die Eltern von Johannes dem Täufer auf Gottes Weisheit vertraut und seine Erziehung unterrichtet. And Jesus, how was he educated? Und Jesus, wie wurde er unterrichtet? We read Jesus followed the divine plan of education. Wir lesen, Jesus folgte dem göttlichen Erziehungsplan. Nach den Schulen seiner Zeit, die kleinen Dinge vergrößerten und das Große verkleinerten, fragte er nicht. Seine Bildung floss ihm unmittelbar aus den vom Himmel verordneten Quellen zu. Aus nützlicher Arbeit, aus dem Studium der Schrift und der Natur, aus den Erfahrungen des Lebens, also aus den Unterrichtsbüchern Gottes, die jedem Menschen, der sich ihnen mit williger Hand, mit sehenden Augen und mit verständigem Herzen naht, eine Fülle der Belehrung bieten. This is God's solution. Das ist Gottes Lösung. Rather than going to the ways of the world. Anstatt dass wir zu den Wegen der Welt gehen. We turn to, what does it say? Wenden wir uns zu, was heißt es hier? The heaven appointed sources. Die vom Himmel verordneten Quellen. God's lesson books. Gottes Unterrichtsbücher. Who wants God's lesson books? Wer möchte Gottes Unterrichtsbücher? What are they? Welches sind das? Useful work. Nützliche Arbeit, study of the scriptures, Studium der Schrift, study of nature, das Studium der Natur, and the experiences of life. Und die Erfahrungen des Lebens. Finish with this. Jesus ging nie in die Schulen seiner Zeit, weil dort die Wahrheit Gottes mit heidnischer Philosophie vermischt wurde. Während er auf dem Schoß seiner Mutter die Quellen der Wahrheit studierte, saßen andere jüdische Jugendliche zu Füßen der Rabbiner und lehrten, was der Geist der Griechen lehrte. Und sie kreuzigten den Herrn des Lebens. That choice is presented to us. Diese Entscheidung ist auch uns gestellt. Which system will we follow? Welches System folgen wir? Jesus calls us today to a simple and humble trust in his methods. Jesus ruft uns zu einem leichten, einfachen Glauben, dass wir seinen Methoden vertrauen. We started with this. For more than 1,000 years, the Jewish people had been awaiting Jesus coming. Wir haben damit gestartet. Mehr als 1,000 Jahre lang hatte das jüdische Volk auf die Ankunft des Erlösers gewartet. But let's change this. Aber lasst uns das noch einmal ändern. Let's fill in. Let's apply it to us. Let's modernize it. Lasst uns das auf uns anwenden, indem wir es moderner formulieren. Mehr als 180 Jahre lang wartet das Volk der Siebenten-Tags-Adventisten auf die Ankunft des Erlösers. Auf dieses Ereignis richten sich ihre größten Hoffnungen. In Liedern und Prophezeiungen, in Gottesdiensten und im täglichen Gebet wird sein Name verehrt. Doch als er zu ihnen kam, To finish that sentence is up to us. Diesen Satz zu enden liegt an uns. We sing about Jesus coming. Wir singen über Jesu Kommen. We preach about Jesus coming. Wir predigen über seine Wiederkunft. But will we recognize him? Aber werden wir ihn erkennen? The Bible says that everyone will recognize him when he comes the second time. Die Bibel sagt, dass jeder ihn erkennen wird, wenn er das zweite Mal wiederkommt. So the question is, will we be ready? Die Frage ist, werden wir bereit sein? And being ready when he comes the second time. Und bereit sein, wenn er das zweite Mal kommt, means being ready now. Meint jetzt bereit zu sein. Which means recognizing the work he wants to do in our hearts. Was bedeutet, die Arbeit, die er in unseren Herzen vornehmen möchte, zu akzeptieren. And learning to depend upon him. Wahrzunehmen und zu lernen, auf ihn zu vertrauen. This is the essence of true education. Das ist die Essenz von wahrer Erziehung. May we learn to depend upon Jesus and not ourselves. Lasst uns lernen, auf Jesus zu vertrauen, auf uns auf ihn zu verlassen und nicht auf uns selber. Let's pray. Lasst uns beten. Father in heaven, I pray that you will help us to learn to depend upon you. Vater im Himmel, wir bitten dich, dass wir lernen, dass wir auf dich vertrauen. That we will humbly trust your ways. Dass wir
demütig deinen Wegen vertrauen. And we are grateful that you want to save us. You want to prepare us for your coming. Und wir sind dankbar, dass du uns retten möchtest und dass du uns vorbereiten möchtest für deine Wiederkunft. Help us to submit to your leading. Hilf uns, dass wir uns deiner Leitung unterstellen. And to see our need of you. Und dass wir unser Bedürfnis an dir, von dir sehen. Lord, we thank you for Sabbath. Wir danken dir, Herr, für den Sabbat. We ask for a good night's rest. Wir bitten dich um eine gute Nachtruhe. And may we be blessed throughout this day. Und dass wir gesegnet werden durch diesen Tag. We ask in Jesus' name. Wir bitten das in Jesu Namen. Amen. Amen. Hab großen Dank, Joshua, für diese Botschaft, die du mit uns heute Abend geteilt hast. Es ist wirklich tiefgründig, sich nicht auf den eigenen Verstand zu verlassen, sondern auf den Herrn. Und das ist wahrhaftig wahre Erziehung. Bevor wir die Zuschauer im Livestream verabschieden, möchte ich noch einen kleinen Hinweis geben. Morgen starten wir wieder hier vor Ort sozusagen und auch über den nächsten Livestream-Link mit dem nächsten Thema von Joshua. Nämlich gibt es morgen um 9.40 Uhr im Livestream zu sehen Daniel Kapitel 0. Kennen wir nicht? Ist also spannend. Also am besten früh aufstehen und zuschalten. Danach als Predigt die Methode des fünften Buches Mose. Was genau verbirgt sich unter diesem Titel? Und am Nachmittag um 4 gibt es noch das Abschlussthema Tiere zu verschlingen. Was es mit den Medien und uns auf sich hat in Bezug auf wahre Erziehung. Also das erwartet uns morgen. Und für heute Nacht dürfen wir erstmal diese geistliche Speise verdauen und auch sich schon überlegen, wie wir das Ganze auch anwenden können im eigenen Leben. Insofern, euch Gottes Segen und eine gute Nacht.